Eins, zwei, Schrotti kommt vorbei. Drei, vier, klopft an deiner Tür. Fünf, sechs, jetzt gibt's wieder Stress. Sieben, acht. Das ist Dennis. Da drüben sitzt Marielle. Und das ist Dominika. Und wir sind Schrotti Star Orchester. Wir machen seit 2020 Musik und haben jetzt unser erstes Album aufgenommen. Covern ist scheiße. Covern ist scheiße soll 2022 raus in die Welt gehen und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Covern ist scheiße ist ein Zitat, weil nämlich ganz viele Leute denken, Coverbands sind gar keine richtigen Bands, sondern nur Leute, die was kopieren von anderen Leuten. Aber wir sind der Meinung, dass Interpretieren auch eine wichtige künstlerische Tätigkeit ist und deshalb wollen wir Coverbands radikal aufwerten mit Schrotti. Deswegen haben wir Songs aus unserer Jugend genommen, die wir richtig gut finden, aber auch Songs, die jetzt so noch gespielt werden, aus dem Hip-Hop- und Elektrobereich, aber halt vor allem aus dem Indie-Bereich, wie zum Beispiel Reptilia von The Strokes. Wir dachten uns, warum wird im klassischen Bereich die ganze Zeit interpretiert und im Pop-Bereich ist das verpönt? Es sind so viele tolle Songs da draußen und wir stecken ganz viel Herzblut in diese Lieder, weil die A, Spaß machen zu spielen und weil wir B, überlegen, was ist das Tolle an diesen Songs und wie können wir die eigentlich noch weiterentwickeln im Arrangement. Das heißt, wir treffen uns monatelang im Studio und im Proberaum und arrangieren rum und arrangieren die auch neu, machen die Songs schneller, langsamer und probieren da viele Sachen aus. Wir haben so ein paar schöne Instrumente. Marielle hat in der Schweiz auf der Straße in den 70er Jahre Heimorgel gefunden, die ist so teilweise das Fundament. Die Besonderheit bei uns ist auch, dass wir mit sehr vielen Kinderinstrumenten spielen, zum Beispiel mit diesem Xylophon, was ich habe, seit ich 3 Jahre alt bin. Dieses Ding haben wir gerettet aus der Mülltonne von unserem Nachbar, das weggeworfen hat, weil es ihn genervt hat, wenn seine Kinder drauf gedingelt haben. Und wir haben noch eine ganze Armada von anderen kleinen Instrumenten. Triangel. Rasseln. Trommeln, Ukulelen, Keyboards, Kinderakkordeon. Ja, sehr viele. Und dann haben wir noch so eine schöne Tom, auf der spielt Dominika Drums, während sie singt. Und Dennis spielt noch Gitarre. Die meiste Zeit klöppeln wir hier so parallel. Auch sehr viel gleichzeitig. Und wir haben die 12 Songs in 2 Tagen eingeklöppelt. Mhm. Und der wunderbare Sound-Engineer Richard König hat das alles mit uns dann in der Postproduktion richtig fett gemacht. Wir haben kein Label, wir haben auch kein Management, weil die ganzen Labels eben sagen, man muss immer die eigenen Songs schreiben und man darf nicht covern. Wir finden das total kacke. Und deshalb wärt ihr unsere einzige Chance, dass wir dieses Album rausbringen können. Es ist doch Blödsinn, ständig irgendwie neue Songs zu schreiben, die kein Mensch hört. Also covern wir lieber Songs, die dann kein Mensch hört. Und damit ihr das Album recht bald in den Händen halten könnt, brauchen wir ein bisschen Money dafür und da kommt ihr ins Spiel. Weil so ein Album, da muss noch ein bisschen was drumherum gebaut werden, damit es rauskommen kann. Und zwar Album-Artwork, Promo fürs Album, Fotoshoots. Musikvideos. Jawohl. Und deshalb würden wir uns total freuen, wenn ihr Lust hättet, uns dabei zu unterstützen mit einem kleinen Beitrag. Und damit wir das Ganze noch ein bisschen motivieren, haben wir noch so ein paar schöne Dankeschöns da auf die rechte Seite gepackt. Ja, die sind richtig Also gut. Es gibt Schrotti-T-Shirts, es würde natürlich das Album geben. Also wenn ihr uns unterstützt, könnt ihr zum Beispiel jede Woche, bevor die Platte rauskommt, eine MP3 von uns per E-Mail zugeschickt bekommen. Wir machen eine gemeinsame Live-Session hier in unserem Proberaum, wo wir die Songs durchhören mit euch, aber auch nochmal ein paar Songs spielen. Es gibt Schrotti-Kugeln, es gibt Tape, es gibt die Bier CD. Ja, wir sind sehr gute Biertrinkerinnen auch. Man kann mit uns Bier trinken. Da sind so ein paar Sachen zwischen, ich glaube, 10 und 500 Euro. Wir spielen auch eine Show, wenn ihr wollt, bei euch im Wohnzimmer. Klar. Oder eine Full-Band-Krachshow. Wir spielen überall. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit pusht. Damit alle mehr Schrotti in ihrem Leben haben. Ne? Immer und überall. Immer und überall Schrotti. Freimachen vom Material. Basisarbeit betreiben. Also auf jeden Fall hier schon mal ein großes Dankeschön an euch, an alle, die uns unterstützen und tschö. See you soon. Oh Gott. Ja, lass es lieber dabei, besser wird's nicht mehr.